Wir müssen uns hier auseinandersetzen mit einem Dogma, mit einer geringer Politik, die ich will kurz mal hier beschreiben. Wenn es den Eindruck, den ich schon von der geringer Politik, wie es am Blick gemerkt hat. Das wollen wir anzufangen, eine Politik mit der Angst. Das etwas, was mir lange reprochiert, kurz, was mir nie mehr. Mir war Leute sich da hinstellen, die als Ikon gelten von der Klimaszene, wo Panik schwätzen. Wir müssen neue nach hier hören, Interventionen, wir nach 10 Jahren die Welt zu retten. 10 Jahre wird die Welt sein, wir schon x-mal hören. Aber seid ihr euch bewusst, ich will heute, dass wir, dass sie das vielleicht nicht mehr heute sind, hoffentlich vielleicht doch nicht mehr heute, hoffentlich nicht mehr heute, weil sie nicht dafür, dass viele geringe Ministerinnen hier bei sitzen. Aber, kommt mir gesehen, gehen als Rendezvous im Jahr 2029. Und da gucken wir mal, ob die Welt innergegangen ist oder nicht. Es ist eine Manipulation, wo viele junge Leute, etwas werde ich terribel regrettieren, eine Radikalisierung von der Szene, mit Extinction Rebellion. Hey, wo Leute zierteln in der Windschutzscheibe von seinem dicken Auto hin, mit komischen Messagen. Es ist einfach eine Politik, die ich nicht dem ethischen Standard entsprechend empfangen, die man sollen hun an der Politik, und es ist auch eine Politik, die extrem finanziell Mittel mobilisiert. Ich will euch etwas sagen. Wir hören ja hier in der Politik ganz tags den Vorwurf vom Populismus. Ich weiß nicht genau, was das soll, sie will keine Definition kann geben. Wir hören ja den aber zum Beispiel, der Populismus ging daran bestehen, einfach Lösungen wie komplizierte Probleme anzubieten. Aber eine Steuererhöhung als einfach Lösung für eine komplizierte Situation wie Klimawandel, das ist der Populismus, nur der Definition Ökopopulismus. Aber wird man Angst, mich das Detail. Weil all die Sachen, die wir hier hören, die Leute sollen hier Mentalität wissen. Sie können dir bestimmt, wenn er ein Auto kann, dann nicht, wie sie sollen daheim wohnen, was sie können machen. Die Wunsch, die verstoppten Agenda haben, droht wie den Mensch umzuerzählen. Durch immer den Schritt vom Ökopopulismus und Ökodiktatur. Aber wenn man dann abfällt, als dass man unheimlich meinen will, vom Totalitarismus, intelligent Kantoren, all möglichen technischen Mitteln, schon logeliert sind ein paar Dinge, dass doch soll den Konsum von all Auto kontrolliert gehen. Wir kommen an ein System, wo die Freiheit vom Mensch auch vorgesetzt wird, für Argumente, die ihn einfach nur kann, hinterfragen. Ich will euch so, was da die Erde dagegen setzt, gegen der Ideologie. Nicht eine Politik von der Angst, wie diese betreibt. Wir setzen einfach eine rational begründete Objektivität dem entgegen. Wir werden uns auf vier Grundprinzipien berufen. Den ersten ist, der Mensch hat eine allgemeine Verantwortung für die Natur, inklusive der Schutz von der Atmosphäre, also auf eventuell Klimareperkussion. Der zweite ist, als Handeln muss proportional und rational sein. Der dritte, eine Dekarbonisierung ist sinnvoll, aber sie darf nicht überstürzt sein. Und viertens, die politischen Maßnahmen müssen dem Zweck entsprechen, also kein blonden Aktivismus. Den Impact von Lützeburg überhaupt, und das hat der Herr Engelmensch, hat das auch schon geschwärzt. Wir müssen noch wissen, worüber wir hier schwätzen als Lützeburger. Ich sage, dass nicht für uns aus der Verantwortung rauszuholen, weil auch wir als Lützeburger müssen dazu beitragen, für die Kohlendioxidemissionen zu reduzieren. Das ist also nicht der Bitte, was aus der Verantwortung herstellen. Wir für uns einfach mal objektiv an Größenordnungen von unserem Impact anzuordnen. An schon die Rechnung im Abbruch von Ihnen, sie will, aber das ist einfach das Resultat, dass das interessant ist. Bis die 4., 5. Stelle hinter dem Komma, leihen wir auf Null. Bei den weltweiten CO2-Emissionen. Ob Null. Aber wir nicht mehr emittieren von heute auf mehr, da hat überhaupt keinen Impact auf Klima oder auf Temperaturentwicklung. Wisst ihr, wir haben den Mensch überhaupt, hat 4,33% von den CO2-Emissionen. 750 Gigatonnen, Herr Thomas, Sie fragen, wann es leert heute, dann ist der Wert gewesen zu kommen. 750 Milliarden Tonnen Kohlendioxid sind natürlich Emissionen pro Jahr. An 34 Milliarden Tonnen sind anthropogen, das sind 4,33%. Aber in denen 4,33% können wir schon vorstellen, was der Lützeburger Undeel ist. Dafür ist so, dass nicht, wie es aus der Verantwortung heißt, sondern das noch ein Kehr. Mir ist so eine Schüsse zu sagen, was relativ Eisenimpact ist. Es ist immer gut, das am Kopf zu behalten, weil wir plädieren dafür, für zu agieren, aber proportional und verantwortungsvoll. Wir müssen einfach wissen, dass Pfuhl von der Welt, Pfuhl vom Welt, Klima von unserem Planet nicht davon aufhängt, was wir mehr. Wir können eine Kontribution am modesten Maß leisten. Das sollen wir auch machen.
Die Preisbelastung von der private Staat ist ein riesiges Problem. Weißt du, die schwätzt heute vom, vom Benzin, von Akzisen und so weiter, von der Heizung, das ist ja nicht alles. Die Energiekosten, Stromkosten und die Leute, und auch von den Kamionen, die immer von der Straße raufholen, dass sie nicht mehr heute durchführen. Und sich so, dass der Straßentransport soll permanent mit daher gehen. Und dann so, dass aber nicht haben drin, dass das schon selbstverständlich Preisreperkussionen haben, nur ob alles das wird, was dort transportiert wird. Weil das wird dann Kamionen mit daher geht, durch den Transport, könnte er nur ein Geschäft, und auch dort Leute müssen etwas kaufen, weil die Energiekäste gehen und reperkutiert haben, nur ob sie in etwas kaufen gehen. Die mehr eine Politik, wo nicht nur die Akzise mit daher gehen, mit das ganz Leben geht mit daher für die Leute, durch die indirekte Reperkussionen, die da abbaut. Viren ist da gehend, wo schon 18% hier im Land am Armutsrisiko sind, wie nach die finanziellen Belastungen zu erheben. Ich erkläre nicht nur ein paar mehr Sachen. Ihr Plan, der Klimaplan, da sehen wir Steuererhebungen, Autosteuer, die nennt das Bepreisung, kommt Schwetzlinger Steuer, den permanenten Druck auf Bauern, mit der Biolandwirtschaft und so weiter. Es sind das Gefühl, es sind da länger hier im Land, dass der Bauer den erklärten Gegner von den Geringen ist. Nicht der Bauer dem Geringen, hier bei den Geringen sind die Bauer sind Gegner. Der Bauer als ein Mensch, den einen eigenen Betrieb feiert, den DAX aus schwierigen Konditionen feiert, den DAX um Existenzminimum existiert, damit seinem Haff als Familientradition oder wie auch immer verwurst ist, den ein hochwertig und wertvoll erbeschlägt, an den kein staatlichen Dirigismus braucht. Wenn ein Mensch freiwillig will Biomär, soll er freiwillig Biomär, könnt ihr auch unterstützen. Wir halten auch Leute zu dir hängeln. Halten auch die Leute zu erzählen, dass Bioprodukte per se besser wären. Wenn ihr da an den Dossier geht und guckt in sich das an, dann wir sehen, es gibt Publikationen, keinfalls darüber, dass das Fein nicht mehr gesund ist. Dass da gedüngt wird mit Koffer und anderen Sachen. Das sind alles Nordele an der Biolandwirtschaft. Also das ist nicht das, die Base konventionell an die gute Biolandwirtschaft, das ist ein Vereinfachung von der Situation, so als es nicht dabei kommt, dass eben Flächenextensivität von der Biolandwirtschaft ein ganz freies Problem erstellt, auch an der Nahrungsmittelversorgung von den Leuten. Kommt nicht schwätze in einer Sekunde über die Wandenergie, die sieht schon, die Akzeptanz wäre so heisch. Dann, wenn ich weiterfuhren, dass ich dir den Abend gehen die Wandenergie, wenn man nur gelöscht hat. Weil schein ist sie nicht. Schein ist sie nicht. Nein, es soll nicht mit Problemen allein. Die schwätzt nie darüber, werden du CO2 Kastwiese zu bauen. Das Sondermüll, ganz viel, also wir hatten nicht recycelbar. Es gibt viele Plätze zerstört. Und Böscher, und Felder, und Naturraum. Fullen auf Flandermais sterben dadurch, und gleichzeitig kriegen wir Publikationen von Natur und Umwelt, die wird Probleme von den Fullen hier im Land, und ich weiß, dass die Wandmühlen abbricht als Geringen, wo die eben besonders exposiert sind. Die Schweiz an ihrem Klimaplan, der da wird von 12 Gigawattstunden 2020 auf 674 rupgehen, eine Verdreifachung. Und ich hatte gefordert an der Kommission, wir wollen dann all die Wandmühlen hinstellen. Wie viel braucht man da? Du hast gesagt, meine Tüte kriegt von 2007, wo aber nicht Konkretes draufsteht. Die schwätzen eine Verdreifachung von der Wandenergie, und dann lernt man, ist das klar zu sein, ohne eigentlich zu wissen, wie das wird realisieren. Das ist nicht seriös. Das ist auch ein Unterschied zwischen ihrer Politik und unserer. Wir probieren, schon in Stadt gesagt, rationalen Probleme umzugehen. Nicht ideologisch, nicht fanatisch. Weil wenn ihr hier hingeht, ich habe in der Zeitung gelesen, ihr könnt mal sagen, ob das stimmt, dass ein Herr Büttel, du weißt mal, weißt du, wo für ein Podest wäre, auch wenn ihr hier nicht hast, mir irgendwo zu Brüssel, stung an der Zeitung, ein herzlich zu gut, da geht gewirrt nicht von 100,7 Mengen, die das gebrüht hat, wenn ich mich richtig erinnere. Und hat sich an den Diskussionen zugehört, da geht gewirrt, dass über eine Verbesserung von der nuklearen Sicherheit, für eine Verbesserung der nuklearen Sicherheit EU-Mittel gebraucht geht. Kann man sich vorstellen, ich ging das niemals merken, zugehört, wenn ich keine Atomenergie sehen wäre, auch immer, dass ich mich gegen das Gegensteipen, dass die nukleare Sicherheit soll verbessert gehen. Das ist Fanatismus, das ist nicht mehr rational. Statistisch Quote kaufen, das ist vorhin eine Menge Erklärung. Das ist mir nämlich nicht ganz klar. Die hat an der Kommissionssitzung hat eine schöne Erklärung gemacht, wo er gesagt hat, ja, wir kaufen ein Sand, das ist eine Ausschreibung an Holländisch, Belsch, Parken, um heiße Meer und so weiter, und da könnte ein Elektron durch Leitung und Plötzburg hey, gering, direkt aus dem Meer. Ich glaube nicht, da doch nicht so richtig, und da können wir es da erklären. Es ist schon den Eindruck, dass wir zweimal bezahlen. Einkehr, weil man muss massiv Energie aus dem Ausland importieren, natürlich, wir kaufen Energie aus dem Ausland.
an eng zweite Keier die Energie muss man bezöllen, an die zweite Keier bezöllen wir für uns gering zu wäschen. Für zu so, wenn man als Energie, die aus zum Teil renouvelable, an der bezöllen wir nach ein Keier für statistisch Quoten zu kaufen. Es ist schon den Eindruck, dass da bis los ist so, dass wir Energie am Ausland kaufen, und wir bezöllen die Energie. Aber wir können zusätzlich eine Ausgabe, die rengen Transfer von statistischen Quoten aus dabei, wie zu so, wir sind nur auf 11 oder nur auf 25%. Es ist schon den Eindruck, die los da ist doppelt. Bezöllen und selbstverständlich ist das ein Impact, weil all Steuer so, den du dran geht, oder Cent, für modern zu schwätzen, weil du so an der Franken sind und nicht mit du, mit all Steuer Cent, den du dran geht, was da, das ist etwas, was wir auch zu 47% Männer können verteilen und Leute hier im Land. Das Problem ist auf den Autobahnen. Das Problem sind die Zehntausenden, Hunderttausend Leute, die 200.000 Leute in der Welt, die all deren Land rankommen, die als Autobahnen verstoppen, die nicht mit Vier kommen. Du hast den zentralen Problem von unserer Verkehrsproblematik, und du hast den Tram null, null wert. Null. Am Gegenteil, möchte noch vielleicht mehr kompliziert, mit all den Artifizien, die du gemerkt haben. Es ist schwer für die Suchen, die wir dieses Projekt ausgeben. Wir hätten sollen den normalen CRW-Zug in der Stadt durchführen, wie das die Herren proposiert hat. Wir sind noch der Meinung, wir sollten Park and Ride auf die Grenze bauen, ökonomisch Zonen und die Grenzen. Aber wir werden nicht einmal die Möglichkeit schaffen, für an den Dörfer Epicerien zu holen. Da brauchen wir ein Auto zu holen, für an den nächsten Supermarkt zu fahren. Dir das ja erklärt oder probiert zu erklären, dass ihr das eigentlich gar nicht könnt ändern, dass man muss den Tanktourismus aufschaffen, weil das am Pariser Akkord steht, und das sind Normen und so weiter, die uns verbieten, und das muss hier ungerechnet gehen, und dafür, weil unsere Quoten und unsere Verpflichtungen am Klimaplan, muss man den Tanktourismus aufschaffen. Und das wäre eine internationale Obligation, und da kann man nicht raus. So ist das nicht. Zufällig, und ein bisschen, aber nicht viel, aber ein bisschen Ahnung über internationale Politik und über Verträge. Und das, was dort steht, das kann alles negociiert gehen. Und dir selber als Gring hat das negociiert. Man am Dienstbruch, als sie so hoffrisch drauf, dass sie den Pariser Akkord mit negociiert hat, dann haben die Gring eigentlich etwas mit negociiert, wo sie als Losoen, das als über Losoen, wir müssen uns drin halten. Nee. Erstens kann aller Akkord gekönnigt gehen, aller Akkord kann neu verhandelt gehen, hat das nicht, weil dir ein Akkord negociiert und den Eisen nur zwingt, ob Käste, wo eine soziale Verdelungsmöglichkeit den heutigen Tanktourismus zurückzuschrauben, findest eure Quoten, die dir wollt da dranholen, dass wir das nur approbieren. Das ist eher Verantwortung. Wir überholen den nicht. Das sind die Letzten an der Siberia auch contrairement zu dem, wir verschiedene Heibannen schenken zu denken, die ein Problem mit Menschenrechten, wir sind da verkoten davon. Wir sind da verkoten. Und das Problem ist da, als der dir, wo Menschenrechte schwätzt, an Akkauf holt, und es ist wirklich diskutiert, Akkauf holt, der da am Blick die Elektromobilität subventioniert, ob Kästen von der Kanarabisch, die wissen das genä. Auch ob Kästen, wo politische Probleme, wie man sie in Bolivien hatten, und das nicht, weil beim Petrol auch Probleme sind, wo das nicht recht gehen. Dass das justifiziert, dass man die Elektromobilität subventionieren, solange man ganz gut wissen, was da für Probleme damit verbunden sind. Aber solange das ist, an die Grenzen subventionieren, dat. Man kommt doch nie mehr heran, als schwätzt als von Menschenrechten. Oder von Kammerrechten an andere Kommissionen. Gesieht er dann nicht den Elefant am Saal, wenn er davon schwätzt. Also, das ist egal. Ich verstehe das einfach nicht als Hypokrisie. Autoen von Selbstentzündung. Wir haben Elektroautoen, die wollen sie bis brennen, ein Accident tun, unheimlich Probleme verursachen, auch gegenüber den Pompien. Leute, die angesperrt sind an seinem Auto, an den Pompien will helfen, die riskiert, eine Elektrokussion zu kreieren. Lauter Probleme. Und die will das verkaufen, 49%. Aber ich kann kein kaufen. Ich kaufe mir einen Diesel, weil das schenkt mir noch die beste Option zu sehen. Ja, das passt, weil ich schon nämlich eine rationale Überlegung gemacht habe, und ich kaufe mir einen Diesel. Weil, wisst ihr, Ja. Gring wirkt. Es geht nicht recht. Gring wirkt. Gring wirkt für Leute an Steuererhöhungen, Akzisenerhöhungen, Erhöhungen von ihrem ganzen Lebensopfer, von Einschränkungen an Personal, von der persönlichen Freiheit, von Vorschriften, wie sie sollen leben, von Mentalitätswandel. Man Leute von es satt. Sie haben es los schon satt. Sie haben es genug. Und ich hoffe, dass er aufgewählt geht. Weil nicht, das ist im Schnitt denn, von der Umweltpolitik, mir vielleicht eine Chance, für eine Umweltpolitik zu machen, ohne den Menschenwillen umzuerzählen. Wäsch von geringer Politik an hin zu einer Umweltschutzpolitik.
Wir gingen den nächsten Generationen gerne eine proper Umwelt hinterlassen, aber nicht nur eine proper Umwelt. Wir wollen den nächsten Generationen keine Schulden hinterlassen, ein DP-Finanzminister. So etwas schläft dem Herr Gramegna an den Member von der Regierung, dass wir Schulden hinterlässt, wie die nächste Generation in den Handlungsraum abspielt. So etwas schläft dem Herr Meisch, einem blauen Edukationsminister, dass es wichtig ist, dass die junge Haut Diploma mit einem Wert kriegt, weil auch das als eine Verantwortung, die wir haben, dass sie eine Chance haben, um Arbeitsmarkt von mir zu bestehen. Ich will aufschließen mit einem Wort. Wir sind für Umweltschutz als ADR, für engagierten Umweltschutz. Mit dem, was ihr merkt, und Ökopopulismus und Dirigismus, das können wir nicht mehr tun. Ich sage nicht, merci.